Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr habt richtig gelesen, es ist kein Clickbait. Ich vermute jetzt wirklich einen Exit-Scam hinter Coin to Fish. Das bedeutet, für die, die es nicht wissen, die Entwickler ziehen die ganzen Coins ab, verhindern Auszahlungen und machen sich mit dem Geld aus dem Staub. Das ist jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario, was eintreten konnte. Ich zeige euch jetzt, warum ich das vermute und was dafür spricht, dass das jetzt gerade passiert. Ich habe nämlich Folgendes ja schon öfter in den Kommentaren gelesen, das war's jetzt wohl oder Coin to Fish, ja, die haben jetzt abgescammt. Und zwar ist es nämlich so, wir haben ja unsere Eier gehabt, die wollten wir ja verlosen, es sind aktuell keine Transaktionen mehr möglich, wer im Marktplatz noch irgendwo nach Items sucht, wie hier irgendwie Brot zum Beispiel, auf ganz normal günstig, es ist kein Brot mehr da, es sind noch zwei Anzeigen drin für viel zu teures Brot, dann haben wir genauso bei Apple irgendwie nur noch viel zu teure Dinger drinnen. Wir können gerade gar nichts, also wenn wir einen Fisch verkaufen wollen, wir können aktuell keine Fische mehr verkaufen und auch kein Brot oder sonstiges. Sell für 1500, so. Marketplace disabled temporarily, also nur zeitweise sagen die Entwickler, dass der jetzt nicht zur Verfügung ist. Ich habe jetzt auch einen Auszahlungsversuch gemacht. Ist jetzt tatsächlich so, das waren irgendwie 350 Korallen oder so, das waren 40 Euro, keine Ahnung, ist auch eigentlich egal, sieht aus, als wäre es weg. Jetzt ist die Transaktion quasi fehlgeschlagen. Ja, da steht pending von zu und ja, das ist jetzt im Endeffekt so, die Auszahlung ist quasi weg, mein Kontostand ist quasi gelöscht worden, beziehungsweise die Auszahlung ist vom Konto weg von meinem Account, aber kam nicht an. Ich habe immer noch meine Coin to Fish Tokens drauf, beziehungsweise nicht mehr drauf. Ich habe nichts mehr rausbekommen. Das ist richtig krass, sprich das Geld ist weg. Ich kann mir eine Fische nicht verkaufen. Meine Auszahlungen sind nicht mehr möglich. Und ja, das ist natürlich richtig mies. Was jetzt komisch ist, hier unten steht New Superfish und wenn man das öffnet, kommt irgendwie noch so ein GIF von irgendeinem Seepferdchen. Ich meine, ist ganz nett, aber das entschuldigt nicht, warum die da jetzt massenweise Geld abziehen. Über den Kurs brauche ich gar nichts sagen, das sieht mir hier stark nach einem, ja, Auszahlen aller Investoren aus, weil, ja, der Kurs ist einfach nicht attraktiv. Das Ganze sieht ziemlich scammy aus. Wir haben hier diesen Run-Up von einem Cent auf 2 Dollar irgendwas gehabt, es war sogar bei 2,70 am Höchstpunkt, sind jetzt hier wieder bei 14 Cent unten, Auszahlungen sind nicht möglich, du kannst jetzt wirklich nur noch hoffen, dass sie das Spiel wieder um die Kurve bekommen, dass wirklich was passiert, großes Interesse an dem Spiel passiert, aber wenn ein Spiel so einen Ruf hat und solche Sachen abzieht, das könnte meiner Meinung nach ein Totalverlust sein. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe schon mit als einer der ersten überhaupt vor 2 Wochen schon gesagt, okay, wir könnten hier wirklich in einem Scam landen. Ich habe auch gesagt, die Fische sind ein Minusgeschäft. Nur damit ihr seht, dieses Video hat eine Like-Dislike-Ratio von 30%. Also 100 Daumen runter und gerade mal 46 hoch. Und jetzt bestätigt sich das Ganze, sprich wir haben hier wahrscheinlich wirklich sämtliches Geld, was in diesem Spiel drin ist, komplett verloren. Es besteht da eigentlich keine Möglichkeit, da jetzt groß noch was zu rütteln. Der Kurs wird einfach abstürzen auf einen Cent und drunter und dann ist das Ganze auch schon vorbei. Wie gesagt, wir haben schon von Anfang an hier bei diesen Wir-Testen das NFT-Game gesagt, kleine Summen, auch Geld, was wir eigentlich nur geschenkt bekommen haben durch unser Staking und das war's dann. Und das Video wurde so krass gehatet, so krass, viele Leute haben gesagt, ja, Mimamo, Coin to Fish, voll gut. Aber jetzt überleg dir mal, willst du wirklich irgendjemandem erzählen, dass du in einem Computerspiel oder beziehungsweise in einem Browserfenster dein Geld verdienst, seriös? Das kann kaum sein. Ja? Und es ist jetzt im Endeffekt so, wir können theoretisch warten. Ich gehe nicht davon aus, dass noch irgendwas passiert. Ich denke mir, das ist jetzt vorbei, das war's. Du kannst ja auch kein Geld mehr verdienen, weil kein Food mehr im Marketplace ist und somit ist das Projekt ja eigentlich jetzt weg. Wir haben ja auch noch irgendeine blöde Werbung mittendrin im Spiel, richtig peinlich. Also das möchte ich auf gar keinen Fall irgendwo haben, wo so ein großes Volumen da war. Wir haben ja immer noch eine Market Cap von 140 Millionen Dollar. Das kann ja kaum sein.
dass die dann irgendwo Werbung reinpacken. Das muss echt nicht sein. Wie gesagt, die Eier, die wir verlosen wollten bzw. hatten, die konnten wir nicht verschicken. Jetzt habe ich es einfach aufgemacht. Das wäre drinnen gewesen, so ein Super Rare und ein Ankommenfisch. Und ja, ist jetzt mal so passiert. Da kann man gerade nichts machen. Es ist natürlich schade für jeden, der da rein investiert hat. Sobald es allerdings ja wieder gute Neuigkeiten gebe, mache ich natürlich ganz klar ein Video, aber nur zu dem Thema, dass du geupdatet bist. Coin to Fish. Es ist leider so, du kannst kein Geld mehr verdienen, du kannst nichts auszahlen und wenn du es machst, so wie ich hier, das Geld ist weg, die Transaktionen werden als pending dargestellt, der BNB-Wert allerdings davon ist gleich auf Null, obwohl es natürlich einen Wert hatte und ja, das Projekt ist meiner Meinung nach jetzt zum Scheitern verurteilt. Sollte man nicht irgendeine krasse News bekommen, dass das Ganze mit ihrer 3D-Welt und Planung doch passiert und ja, wird wirklich wild. Vielleicht ist es natürlich nur irgendein Update oder was auch immer. Es sieht aber so aus, als würde das keinen jucken. Sonst hätte man nicht diesen Kursverfall. Und ja, warten wir nochmal, was dieses Fenster zeigt. Ja, das ist das Übliche, sagen wir so, in einer ziemlich schlechten Grafik. Da kann man jetzt mit der Maus sich schon mal umsehen. Aber ganz ehrlich, Jungs, ist es das wert, dass ich $500 bezahle? So, jetzt können wir mal was machen. So, Jungs. Boah, Jungs, Coin to Fish ist kein Scam. Ich kann damit in meiner Welt herumgehen. Boah. Ich bin in meiner NFT-Galerie und möchte für 1 Million Coin to Fish Token bitte dieses Gemälde kaufen. Also ich muss sagen, das ist jetzt lustig. Das ist jetzt richtig lustig. Aber komm, was soll das? Interact. Welcome to Coin to Fish Gallery. We are delighted to have you here. Willkommen in der Coin to Fish Galerie. Wir sind froh, dich hier zu haben. As you can see, wie du sehen kannst, zeigen wir verschiedene Bilder, die unsere Fans machen. Ja, ich sehe es. If you want to see one of our works, wenn du eine unserer Arbeiten sehen willst, poste es auf Discord, auf Fanart oder Meme Section. Okay. Nee, will ich nicht. Ich hasse dieses Spiel. Und jetzt kannst du wieder gehen. Okay. Okay, das ist jetzt zwar lustig, so hätte das Video gar nicht enden sollen, aber gut. Es ist meiner Meinung nach immer nicht ein Spiel, das 140 Millionen wert ist. Schauen wir mal kurz. Ah, ich will das jetzt verlassen. Okay, jetzt haben wir das mal verglichen mit 6 Milliarden Dollar Umsatz ist GTA das größte Spiel, was gibt. 6 Milliarden, okay, da sind wir noch nicht ganz. Aber 140 Millionen. Schaut mal, das für 140 Millionen, da lerne ich auch programmieren und mache uns so eine Schmutz-3D-Welt, die nicht mehr wirklich funktioniert. Mein Hinterkopf ist sogar weiß. Also ich habe nicht mal eine Farbe. Wenn ich jetzt den Ball da nicht treten kann, dann ist das Spiel absolut wertlos. So, den Ball, ja, werde ich meine Meinung zu Coin to Fish ändern, nachdem ich den Ball getroffen habe, ja, jetzt bin ich überzeugt, Jungs, wir gehen all in, der Titel wird geändert, Coin to Fish, das beste Ballspiel, vielleicht wird es FIFA, wir könnten jetzt wirklich einen Treffer landen, indem wir in das neueste FIFA investieren. Und hier ist diese Forza Horizon Section auch schon am Start. Sprich, das könnte ja richtig krass werden. Ein VW-Bus, wenn ich damit jetzt fahren kann, gehe ich all in. Nein. Okay, da kommst du zu Rise City. Boah, diese dreckige Werbemasche ist ja unglaublich. Interact, ich möchte noch... Ah, das ist der Rise City Bus. Okay, da kann ich zu Rise City. Ich wollte damit jetzt herumfahren. So. Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir behalten allerdings im Hinterkopf, wir können gerade nichts auszahlen und die haben mir gerade mega viele Coin to Fish Tokens geklaut. Nur so, drum. Das, was wir da jetzt machen, jeder Schritt kostet uns ein paar hundert Dollar, die wir da jetzt nicht mehr auszahlen können. Aber, ein Anglershop? Nein, ich hasse euch, ich angle gar nichts bei euch. Und ich komme nicht mal raus. Tschüss. Nein. Ja. Okay. Gut, das können wir noch machen. So, unser Quasi-Modus-Skin begibt sich jetzt hier da rein. Wenn man sprinten könnte, wäre noch gut.
Das könnte man ihnen auf Discord schreiben. Ah, oh, Aquarium. Daily Reward. Oh, aha. Nein. Also die Lenkung ist richtig mies. So, da müssen wir hin. Nein. So. Denn hier muss ich graben. Drücken wir mal E, Interact. Nee. Ja, PC, ja, Stromsparmodus. Ich glaube auch, dass das Spiel nicht viel Strom braucht. So. Ja, keine Ahnung, ich möchte keine Rewards. Ich möchte mein Geld zurück. Oh. Ah! Music. Sensibilität drücken wir runter. So, und wo komme ich jetzt wohin? So. Action Fish Dick Interaction Dance. Es gibt Fortnite Dances. Ich will die sehen. Fortnite. Okay. So. Passt. Ich will da jetzt wieder raus. Switch Rod Dance. Nein. Ja, Leute, also da ist jetzt unser Geld drin. In diesem dreckigen Mauspad-Menü. So, ich weiß, dass gar nichts funktioniert bei euch. Könnt ihr mich? So, passt. Gut, wir beenden das. Ich bekomme schon wieder Krampfadern des Todes an meinem Hals, weil ich so aggressiv bin, dass mich so ein Spiel so über den Tisch zieht. Aber egal, es ist geschenktes Geld, Leute. Mit dem konnte man rechnen. Es ist Krypto. Es ist ein NFT-Game, wo du keine Blockchain-NFTs bekommst. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Lustig war es trotzdem. Vielleicht können wir in unserer 3D-Minecraft-Welt noch ein paar FIFA-Points sammeln. Das sehen wir uns dann an in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn das Geld vermutlich weg ist. Dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wir sehen uns gerne in einem anderen Video. Ciao, ciao.